geil. Wir sind sowas von epic. So, nun, Limbo. Können wir so ein Gravitationsfeld selbst erzeugen und dann können wir die Kiste wunderbar hinaus manövrieren. Yay! So, wir müssen sie bis nach vorne schieben, damit wir zu dieser Strecke kommen, weil wir werden gleich erstmal kurz. Nehmen wir diese Kiste wieder mit. Schwupp. Weil, wer hätte es gedacht? Erstmal ziehen wir dich mal so runter. Damit wir dich auch besser greifen können. Und so. So. Na, hoppala. Wenn wir dich wieder als Schild benutzen. Für das da. Danke. Ah! Noch eine. Das ist die von vorne. So, und jetzt wird es richtig knifflig. Wir müssen jetzt nämlich da hoch. Wir brauchen zwei Kisten. Eine auf dem Ding und eine nicht auf dem Ding. So, hier müssen wir auch umdenken. Wir müssen jetzt nach unten drücken, um zu springen. Das ist wirklich fies. Erstmal werde ich beide nach unten bringen. Nee, warte, das kann ich auch so machen. So, du kommst dahin, bitte. Danke. Und über die vorne an die Schräge. Oh Gott. Und weil wir die vorne an die Schräge gebracht haben. Oh Gott. Können wir die jetzt mitnehmen? Und die Kiste wird uns helfen, dass wir auf das Ding insgesamt draufkommen. Oh Gott. So, bitte noch ein bisschen weiter nach hinten. Ungefähr so, ja. Lass uns mal aufpassen. Wir sehen es noch ganz, ganz knapp. Sollte noch funktionieren. Yes, yes, yes. Ja. Wunderbar. Ja, geil. Geil. Und hey, cool, hier ist wieder Wald. Oh, schöner Wald. Ruhiger, friedlicher Wald. Oh Gott. Yay und oh fuck. Da oben ist jetzt übrigens ein Magnet aktiviert und nun müssen wir. Perfekt. So, eigentlich hätte man da gedrückt und hätte man kurz hätte man das gedrückt lassen, wäre beide nach oben und wäre an dem Magneten hängen geblieben. So, dann hätten wir aber nicht weiter können, weil wir dieses Ding hier unten brauchen. Also muss man warten, weil diese ja einen Höhenunterschied haben. Muss man warten, bis das Ding da dran ist, dann sofort wieder ausschalten, damit das Ding hier unten bleibt. Und schon haben wir das Rätsel gelöst. Mann, sind wir cool. Warte mal. Nee, passt schon. Ein bisschen zu wenig. Wir brauchen da. Es muss so mit dem Schwung wieder hochkommen. Yes! Wir sind dran und wir sollten vorher abspringen. Voll durch, voll in die Stacheln rein. Und. Oh Gott, nach links drücken, um zu springen, nach links drücken, um zu springen, nach links drücken, um zu springen. Ah, verdammt. Verdammt, da hätte ich jetzt dran denken müssen, dass wir das timen müssen. Fuck. Wir kriegen ja noch eine zweite Chance. Üblich in diesem Spiel. Oh, fuck, war das knapp. Okay, kurz warten. Nein, zu wenig. Oh, fuck. Oh, voll den Schädel ab. Gehirnbruch. Keine Ahnung, Schädel.
Basisprogramm, was weiß ich nicht was. Ah! Ah! Oh Gott, wir haben es geschafft. So, hallo Hotel. Von Hotel das so. Okay, Leute, wir sind hier beim, ich glaube, sogar schon letzten regulären Erfolg. Fuck! Oh, tot. Voll gestorben. Wir müssen hier... Schnell! Ja, da ist er. Perfekt. Oh yeah. Perfekt. So, ich möchte mal kurz beenden. Oh mein Gott, das waren alle regulären Erfolge, die wir jetzt eingesackt haben. Das finde ich sehr schön. So, nun ist das Spiel auch fast vorbei. Wir haben es fast geschafft, ja. So. Ich möchte ja... Ach ja. Ja, verkackt. Ich hab doch gedrückt. Oh, fuck. What the f... Oh Gott. Das hier ist echt den... Das ist echt schwürdig für den Schluss eines Spiels. Wir wollen die Kiste möglichst weit wegschieben. Möglichst weit rüber, also beim nächsten Mal werden wir das jetzt schaffen. Ich hab doch gedrückt, Mann. Oh. Und durch dieses Spiel soll man durch, ohne fünfmal zu sterben, hallo? Das will ich definitiv nicht zeigen. Das könnte mich mal am Arsch lecken. So. Ich hab doch gedrückt, Mann! Was soll denn das? Ich hab doch gedrückt. Warum? Okay, reiß dich zusammen. Komm her, du. Komm her. Get over here. Perfekt. So, mir reicht's jetzt aber. Langsam. So. Jetzt. Ja. Geil. Ha. Oh Gott. Ach ja, genau, es geht's ja. Schnell. Oh Gott. Knapp. Im Hintergrund so ein leichtes... Hört sich an wie ein Instrument. Nein, es hat uns erwischt. Oh, voll ins Bein. Zwei riesigen Kreis. Ach, jetzt kommt die Scheiße. Nein. Nein. Ding. Nein, war es nicht geplant. Nein, ich hab's verpasst. Fuck. Da bin ich down. Ich hab doch gedrückt, Mann.
Perfekt. Ach du Scheiße. Das sollte wehtun, aber dieses ganz, ganz langsame, das hat was. Wir fliegen durch, wir haben das letzte Hindernis dieses Spiels somit erledigt. Und fallen jetzt ganz dramatisch richtig übel hin. Er sich auf. Ja. Wir richten uns wieder auf. Wir stehen wieder. Und da fällt er wieder um. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, um ganz ehrlich zu sein. Leichtes Rauschen im Wind. Mehr dringt nicht an unsere Ohren. Und wir wachen wieder auf. Oh Gott. Das war sicher eine tolle Erfahrung. Okay. Wir sind wieder wach. Sehr schön. Wir sind wieder im Wald. Im Hintergrund und generell erkennen kann. Puh. Das war heftig und ich würde mal sagen, wohlverdient. Da ist sie. Und doch hört sie uns? Wird sie uns bemerken können? Ich meine, wir sind tot. Wir sind im Limbus. Und uns gehört? Anscheinend. Das war Limbo. Limbo. Ja, das ist jetzt das normale Spiel gewesen. Komplett. Perfekt. Außer ich hätte halt noch ein paar weniger mal sterben sollen, aber das war es ja nicht auch schon. Sonst haben wir das Spiel jetzt, haben wir jetzt sehr gut durchgekommen, würde ich mal sagen. Also ich muss sagen, das Spiel ist wirklich wunderschön. Ich meine, ohne wirkliche Musik kommt dieses ganze Spiel aus und es ist so gut. Es ist wirklich schön. Also das Spiel muss man einfach, da muss man mal spielen. Und selbst wenn man, ich muss wirklich sagen, das erste Spielerlebnis, wenn man nichts weiß, wenn man das rausfindet und dann denkt man sich so, boah, geil. Das ist wirklich das Beste an diesem Spiel. Ja, ich weiß, dass du Killing Floor spielst. Das ist wirklich eine so der besten Sachen am Spiel beim ersten Mal auf jeden Fall. Dass man einfach merkt, dass man kommt voran, man wird besser und sowas und dann später blickt man auch wirklich fast intuitiv dahinter und das ist einfach ein schönes Spiel. Aber auch später merkt man einfach, später ist es auch schön, wenn man merkt, man wird einfach besser, man weiß es und man kommt wirklich gut durch.
So, und das war mal das Spiel. Übrigens, diese Person, die wir da gesehen haben, das ist die meisten, also das ist ja halt die weit verbreiteste Theorie, das ist nicht bewiesen, glaube ich, soweit, ist halt, dass das unsere Schwester ist, von dem Charakter auf jeden Fall, die Schwester. Das da oben, das könnte ein Baumhaus sein, dass wir da runtergefallen sind und sind tot. Und um uns zu verabschieden, sie sitzt ja auch über irgendetwas und schüttelt oder sowas. Und ich denke mal, sie wird dann uns schütteln, wir sollen uns rühren und wir sind tot und wir wollen sie halt noch ein letztes Mal sehen. Ist die Theorie. Kann ich mir gut vorstellen, aber man kann es halt nicht sagen. Vielleicht war es unsere Freundin oder keine Ahnung. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Also auf jeden Fall schon symbolisch. Muss man, also das Spiel ist wirklich schön. Symbolisch und irgendwie auch traurig. Ich meine, du wachst in der Welt auf und alles will dich töten. Du hast keine Freunde. Die einzigen Menschen, die du triffst, sind auch Kinder, die einfach nur alles daran setzen, dich umzubringen. Das muss schon ziemlich hart sein. Ja, Leute, ich werde noch vielleicht einen extra Part machen, in dem ich den geheimen Abschnitt zeige, der es wirklich nochmal in sich hat. Also das ist wirklich die Krone auf dem Ganzen. Und ich würde uns mal sagen, wir sehen uns dann da. Bis dann, Leute.